Hey Leute von YouTube, willkommen zurück bei The Witcher 3 als Bad Boy und natürlich in Hardcore Überlebens und endlich muss ich ja vergessen, wie er heißt. Ja, oh, Habe ich dir von dem hier liegt noch Loot, Zauberer wir nehmen alles erzählt, der mit. ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Erstmal looten. Blut Tränke brauen kann? Oh. Gott, wenn ich jetzt sterbe und den Kampf nochmal machen muss, dann kriege ich einen Anfall. Ja, letzte Folge haben wir sehr. Was gerade? Schollkraut? Ja, Schollkraut, perfekt, das brauchen wir später für Schwalbe. Sehr geil. Ja, letzte Folge waren schon mal nicht rühmlich, was Leben angeht. Wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen was brauchen. Wir haben aber ja das DLC. Das DLC. Wie heißt denn das? Blut und Wein. Nein, weil sie Leichen fressen und Das damit ist. Epidemien Müssen wir verhindern. erstmal reden. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Das ist nämlich falscher Knopf. Das ist nämlich sehr praktisch, weil in dem gibt es eine Fähigkeit. Wo ist es? Die werde ich mir gleich als erstes holen. Wo ist das Charakter? Und zwar hier unten die Fähigkeit Gourmet. Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Das ist quasi einmal Essen, 20 Minuten heilen. Und das ist quasi unbegrenzte Heilung, gefühlt. Das werde ich mir direkt am Anfang gleich holen, wenn wir hier Platz und Punkt für haben. Kommt sie rein. Einfach, weil das das Spiel enorm erleichtert. Im Kampf ist das jetzt nicht so praktisch, aber ansonsten, dass ich durch. Obwohl eigentlich auch im Kampf. Halt, dass ich geheilt bin. Und ja, danach können wir dann ordentlich skillen. Später brauchen wir das eigentlich nicht mehr, weil später werde ich mir so viel Essen haben. Dann geht es halt nur ums um die Bequemlichkeit, aber trotzdem. Ach komm, wir laufen nebenher und sammeln ein paar Kräuter ein. Die werden wir nämlich jetzt im schwierigeren Durchgang durchaus brauchen. Da kann ich nämlich die Getränke und alles nicht komplett ignorieren, wie ich es sonst gerne mache. Weil sonst renne ich einfach durch die Gegner durch, das passt. Und essen. Seht ihr, ich muss die ganze Zeit essen, damit mein Leben nur minimal voll ist. Das ist eine ungeheime Verschwendung, deswegen Gourmet gleich als erstes machen. So, weiter hier die Kräuter sammeln. Gott sei Dank werden die auf der Minimap angezeigt. Und ich laufe trotzdem drüber. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovidsreich, meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Ich lasse trotzdem die Hälfte der Kräuter liegen. Gott, schäme ich mich. Naja. So, ein bisschen Schollkraut. Schollkraut ist halt wichtig, weil das weiß ich auswendig. Schollkraut und Ertrunkenengehirn und noch irgendwas sind wichtig für Schwalbe. Apropos Ertrunkenengehirn, wenn ich schon mal hier bin. Level 4. Ah, komm, wir probieren's. Ah, gut ausgewichen. Das war jetzt nicht mehr so gut ausgewichen. Hinter mir. Oh Gott. Ist was. Jetzt ist was. Ach, ich habe nichts mehr zu essen auf der Taste. Scheiße. F. Oh ne, sie bleiben da. Scheiße. Ich hoffe, die haben jetzt nicht ihr Leben regeneriert. Ich will halt gerne ertrunkenen Gehirn schon haben auf Vorrat. Ist hier ein Schwert? Nein, haben sie nicht. Okay. Fick dich! Okay, man sagt nicht so. Letzter Spiel. Scheiße, habe ich gespeichert oben? Aber ich habe auf jeden Fall gespeichert nach dem Dialog vom Anfang aus der letzten Folge. Ich weiß aber nicht, ob ich unterwegs gespeichert habe. Wenn wir jetzt unterwegs nicht gespeichert haben, werden wir was Sturm mit dem Pferd wesentlich nachreiten und erstmal ein bisschen leveln, bis wir soweit sind. Ach, Tatsache, ich habe seitdem nicht mehr gespeichert. Gut, dann rennen wir wesentlich hinterher. Habe ich dir Dann von hat dem das mehr Zauberer erzählt, der Priorität. ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Ja, Blut dann gehen wir jetzt Tränke erstmal ein brauen bisschen kann? leveln. Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie. Der Krieg läuft nicht gerade Oh, zu unserem bisschen Vorteil. Dialoge Haben geskippt. wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovidsreich, meinst du? Lauschen wir Temerien einfach dem und Edirn gibt Gespräch. es nicht mehr.
Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Super Gespräch, danke. Dann halten wir ein bisschen schneller. Jetzt wird getriggert. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Und weg ist er, der Greif. Mit dem hübschen Pferdchen. Na, ich setze mich mal ein bisschen bequemer hin. Das kann, da ich heute bestimmt ein paar Mal sterbe, nicht schaden. Ist er weg? Digga, wie sie mir, der alte Depp hat sich auch verletzen lassen. Ah, ready für den Bad Boy-Modus. Gib mir dein Geld. Los, sonst Schläger. Das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leib auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Jawohl. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Wir nehmen alles. Ich bin gerade schlecht bei Kasse. Gib Geld. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Ja, direkt ein bisschen Kohle gemacht. Sehr schön, 50 Kronen sind 50 Kronen. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Was schert dich das genau? Was geht dich das an? Naja, weißt du, hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. So, können wir hier seine Ware noch klauen? Ist da irgendwas? Nee. Oh, da haben wir den Wegweiser hier aktiviert schon. Kann ich jetzt nicht tun, aber er müsste aktiviert sein. Zack, los, gehen los. Weiter. Wir müssen aber trotzdem, da ich ja gerade gestorben bin, später auf jeden Fall noch Zeit in Kräuter sammeln investieren. Aber ich glaube, das wird dann einfach eine einzige größere Folge alleine dafür. Seltsam. Aber wobei so ein bisschen. Nein, ich wollte Blumen sammeln. Ach, scheiß drauf. Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns. Oh, kleiner Leck. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Mehrere kleine Lags, okay. Was ist da los? Oh, hier gibt es die Möglichkeit, an Fressen zu kommen. Seht ihr das auch, diese kleinen Lags? So, Moment. Feuerschaden, wichtig. Hier ein bisschen kostenlos Essen absahnen. Verklickt, ich wollte das Hühnchen. Nein, verdammt. Oh Gott, gleich muss ich Stress mit den Wachen haben wegen denen noch. Deshalb, ich will Hühnchen mitnehmen. Bisschen Fleisch. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht aufdrehen. Angeblich haben sie Frische in einer Gruft begraben. So, jetzt haben wir ein bisschen Fleisch. Geil. Haben wir Nachschub an Fressen? Versteckt euch in Deckung! Steckt euch? Nee, nicht von mir. Ich bin lieb. Aber ich hab Ruckel da. Ist belastend.
Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Schnauze. Du kannst mich mal. Ach Gott, hypersentimental alle miteinander. Einfach gar keinen Waffenrock hinhängen, Problem gelöst. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Halt's Maul. Sonst gibt's aus Maul. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Jawohl! Und du? Darf's was zu trinken sein? Immer her damit. Könnt sagen, was sie so hat? Vielleicht können wir direkt schon ein paar Gewinnkarten abstauben. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Digga, es klingt immer nach... Ich finde, das klingt so sexuell, dieses zeig mal, was du hinter dem Tresen hast. Ja, was haben wir hier? Finte, nicht unwichtig. Katapult, sehr wichtig. Wir kaufen einfach alle mal Karten ab. Schnaps wird später wichtig sein, aber den finden wir billiger. Als ihn jetzt zu kaufen, haben wir irgendwas... Wir beginnen zwei Stufen. Nee, das bringt mir nichts. Uns irgendwas zu verticken. Nein, was. Questgegenstand. Übrigens, der Kristallschädel, ich glaube, den habe ich vorher noch nie eingesammelt. Bringt der überhaupt was? Man kann ihn nicht verkaufen, aber er hat ein Gewicht. Das heißt, er ist ewig im Dings. Naja, egal. Gut. Gehen wir weiter, aber wir suchen eine Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Okay, danke. Danke. Für alles. Da hinten ist Odim, ich liebe Odim. Kennt ihr Odim? Liebt ihr auch Odim? Meister Hexer! Wärt ihr gewillt, den Greif zu töten? Das Biest ist eine Landplage. Zuerst hat er nur Vieh gerissen, aber jetzt bevorzugt er Menschen. Wir trauen uns kaum noch raus. Wenn uns jemand bezahlt, sagen wir nicht nein. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. Zutaterisch bin ich noch nicht. Doch, alter Mann. Dann frag ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Natürlich nicht. Hast du gehört? Die Schwarzen vermessen die Fälle. Okay. Lass sie doch. Ich weiß ja, mit welchen wir reden müssen, also können wir machen. Oh, Drommle, aber ich will erstmal Karten spielen. Es gibt vier... Was für eine Zeitverschwendung. Ich bin ein Junkie. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Tut sie, du Idiot. Und jetzt mache ich dich beim Kartenspielen fertig. Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Okay, dann leb wohl. Ich muss los. Ich habe keinen Bock auf unnötige Dialoge, die langweilig sind. Du bist doch ein Mann von Welt. Es gibt auch Dialoge später, die sind unnötig, die finde ich aber spannend, die hören wir uns dann an.
Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Doch, will spielen, gewinnt. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Jawohl. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Ja, okay. Lass mal sehen. Die Einheit nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil die verstärken immer ihre Fähigkeiten. Auch ist sie das hinter meiner Ken gar nicht, denn egal. Finte kann nicht schaden, Katapult kann nicht schaden, der kann nicht schaden. Dafür können wir die raus. Und die beiden raus, die sind ziemlich schwach. Sonst, wir haben jetzt eine Karte zu wenig. Okay, dann nehmen wir den aber dafür rein einfach. Das passt immer noch besser als die Einser-Karten. Gut, ich hoffe, ich gewinne die erste Runde, weil das bringt dann Glück fürs ganze Spiel. Was schmeißen wir raus? Schön Wetterball, ich auf jeden Fall genauso wie Frost, die Katapulte natürlich auch. Eigentlich würde ich sagen, haben wir ein ganz gutes Blatt, also let's go. Die Finte werden wir in Kombination mit der Heilerin nutzen, dann können wir mehrere Karten heilen. Heißt, in der ersten Runde direkt schön Karten rausballern, weil wir dann zwei Stück davon direkt heilen können gleich. Geil. Pass auf, dass die Strategie so. Dann passen wir gleich. Vertraut mir. So, weil jetzt muss er entweder nachziehen mit ordentlich Karten oder er lässt mich die erste Runde gewinnen. Und wir werden die Karten gleich beide nochmal spielen können. Mit Hilfe der Finte und der Heiler. Komm, bitte lass ihn jetzt mindestens noch zwei Karten spielen. Ja, geil. So, jetzt haben wir zwei Karten mehr als er. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und Gegner beginnt. Perfekt. Haben wir halt leider den Zugzwang, dass wir jetzt beide Runden gewinnen müssen, die jetzt kommen. So, jetzt holen wir uns erstmal hier die Karte wieder. Zack. Passt auf. Naja, mach du mal. Jetzt holen wir uns mit Finte den Heiler wieder hier hin, den wir gleich wieder ausspielen können. Und wir können gleich noch Nebel und Frost spielen, da ich jetzt nochmal eine Runde auf hintere gehe. Jetzt holen wir uns die Ballista noch wieder. Fuck, haha. Geil, 17 Punkte. Gegner passt. Scheiße, ich wollte eigentlich die beiden jetzt noch spielen. Ach komm, egal. Wir sind auch so gut. Oh, das könnte jetzt schwierig werden, die letzte Runde. Ich hatte gehofft, dass er jetzt noch Karten rausballert. Fuck. Man kann ja nicht mehr viel machen. Okay, aber er hat trotzdem nur drei Karten und wir haben... Oh, und nochmal eine gute Karte bekommen. Wir sollten das eigentlich packen. Und er kann uns halt, da wir schön Wetter haben, eigentlich auch nichts anhaben im Sinne von unsere Sachen eineisen oder zunebeln. Das sollte eine Runde werden, ne, die wir packen. Oh, wir könnten übrigens mit zeitlich von der jetzigen Display-Folge sogar schaffen, dass wir nach der Runde beenden und zum nächsten Mal gehen. Ja, er macht Nebel, passt schon. Wir führen sogar trotzdem noch. Geil. Brauchen wir nicht mal schön Wetter. Dann komm, du hast nur noch eine Karte. Was tust du? Ah, Schmutz. Na komm, können wir passen. Haben wir noch vier Karten auf der Hand. Geil. Gute Runde. Gewonnen. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Erfahrungspunkte bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Oh, ich habe irgendwas bekommen. Ein Buch über Gwind. Okay. Und hier noch den Brief von Yennefer. Egal. Wir, meine Lieben, ich speichere einmal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Switcher 3 als Bad Boy.